Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe zwar nicht so viel geschlafen, weil ich auch ein bisschen aufgeregt bin. Warum, seht ihr gleich noch. Ich habe jetzt gerade noch meine Tasche gepackt und fahre jetzt gleich Richtung Hamburg. Und das ist Real Talk das erste Mal, dass ich einen kleinen Koffer nehme, obwohl ich 4 Tage weg bin. Ich versuche in letzter Zeit wirklich so wenig wie es geht mitzunehmen. Ich habe auch tatsächlich nur 2 Schuhe dabei. Einmal meine Unions und FTC Dunks. Ja, matchy matchy und so. Das Problem ist nur, der Koffer darf glaube ich nur 23 Kilo oder so schwer sein. Und ja, ich dachte, der wiegt jetzt irgendwie so 30 Kilo, oder? Gut, das wäre erledigt. Jetzt mache ich mich auf den Weg zur Bahn, fahre nämlich mit der Bahn zum Flughafen. So, bin jetzt hier am Bahnhof, steige jetzt in die Bahn ein, bin dann am Hauptbahnhof und dann muss ich auch schon weiter Richtung Airport. Digga, was machst du am Flughafen? Eine Brezel bestellt, ja. Jetzt geht's ab, oder was? Es geht los, meine Freunde. Wenn wir abstürzen, dann ist es... Ja, tatsächlich mein erster Flug seit 3 oder 4 Jahren. Demnach bin ich ein bisschen aufgeregt, aber wir gehen jetzt rein in die Masse. Wie eine Freiwildgiraffe, wie eine Reißzahnattacke. Also Freunde, wie gesagt, erster Flug seit 3 Jahren. Ich habe ein bisschen Eier verdammt, ist ehrlich so. Soll ich den, ja. Aber oh. Gerade geht er wieder. Der ist Druck aufsteigen. Wow. Wir haben jetzt hier schon relativ krasse Turbulenzen. Julius ist fast am Kotzen. Es ist echt krass. Also, hab ich so auch noch nie gehabt. Ich hab mir unter diese Scheiße gefressen. Willst du uns kurz deine Kotztüte zeigen? Gelandet. So Freunde, Julius ist sich jetzt noch irgendwelche Tabletten holen, damit ihm nicht mehr schlecht ist. Und ein Kollege von ihm holt uns jetzt ab und fährt uns dann zu unserem Hotel. Der ist verwirrt generell, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt denkt. Vielen Dank. Ganz, ganz kurze View hier einmal so. Zack, 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 zack. Ja, hier fehlt ein Klo. Klo haben wir nicht. Also ein Klo haben wir nicht. Gut. Ihr macht das gut, finde ich. Kaffee reinzuppeln, abends vielleicht nochmal ein Bierchen zu sich nehmen und es ist einfach wow. Also macht schon wirklich Spaß, hier rauszukommen. Wir sind hier bei einem Porn. Mit einer Regendusche, einer Badewanne, die genug Platz hat für Maxi, Matteo hinter der Kamera und mich. 2 wunderschöne Waschbecken und ich würde sagen, es ist einfach ein wunderbares Hotelzimmer. Ich bin mehr als zufrieden und es ist einfach genau. Ja, Stephansdom. So Freunde, ich hab jetzt, was wollte ich jetzt sagen, wir waren jetzt eben noch ein bisschen in der Stadt, jetzt haben wir gerade was essen bei einem Italiener. Ich habe das erste Mal eine Carbonara in einem Restaurant bestellt. Margarita mit Mais als Calzone. Nee, warum habe ich keine Pizza genommen? Ganz, ganz kurz, das ist keine klassische Carbonara, weil die ist mit Sahnesoße. An die Kenner, Carbonara muss mit Ei, schmeckt aber trotzdem gut. Die sieht gut aus. Kannst du aufhören, meine Pizza zu filmen? So Freunde, wir sind jetzt seit einer Stunde schon wieder zurück auf dem Hotelzimmer. Ich bin wirklich am Ende, ich bin eben noch eingepennt. Das ist ein Copy-Claim. Naja, ich weiß nicht, ob wir noch irgendwie jetzt rausgehen. Wollen wir noch rausgehen? Wir gehen jetzt auch wahrscheinlich Eis essen und dann wäre es das mit heute gewesen, ja. Ihr seht das Eis bestimmt gleich noch. Also es geht jetzt doch nochmal raus. Wir wollen Lokmas essen. Hast du noch nie gegessen, oder? Auf keinen Fall, aber du hast was in deinem Leben verpasst. Ich habe Hunger. Ich habe jetzt auch Hunger auf etwas Süßes. Deswegen gehen wir jetzt Lokma essen und fahren mit einem Auto von WeShare. Let's go. Die Mucke aus, ne? Dann ist die Mucke aus, ja. Ah, perfekt, Digga. Ab geht's ja, zu Lok, wie heißt der? Lokma. Die Autofahrt
ein voller Erfolg. Und jetzt da, Mensch, So vorne der Chai und die Lokmas. Ich habe schon sehr, sehr viele Lokmas in meinem Leben gegessen. Gut. Die haben gerade durch Zufall einfach noch so ein... Ja, guckt selber. Mega cool. Wow. Das, meine Damen und Herren, ist der absolute Burner. Schweiter da. Ach, Digga, ich bin so erschrocken. Das ist jetzt hier die Domskirche, ne? Das ist das Fußballstadion. Also, wir müssen da unbedingt mal reingehen. Und es gibt da unten irgendwie so Katakomben da drunter. Die sollen sehr, sehr creepy, aber auch sehr, sehr geil sein. Also, könnte man auch überlegen, heute zu machen. Cappuccino, Croissant und Pornochoklo. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich hatte nie Französisch. Aber sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So, Freunde, Kaffee war wirklich also 10 von 10. Ich trinke sonst eigentlich keinen Kaffee, aber der wirklich wow. So, und jetzt wollen wir auf jeden Fall ein bisschen shoppen gehen. Ich habe jetzt zwar nichts auf meiner Shoppingliste, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt hier irgendwas kaufen. Aber wir haben ein paar coole Stores rausgesucht. Bei Julius kriegt ihr auf jeden Fall noch mal... Bei Julius kriegt ihr auf jeden Fall noch ein ganzes Video, was Shopping angeht. Ich werde nur so ein bisschen nebenbei mitfilmen. Aber wo gehen wir jetzt erstmal hin? Jetzt geht's in die Katakomben, Mensch. So, Freunde, wie gesagt, wir machen jetzt eine Katakomben-Tour. Habe ich noch nie gemacht, sowas. Ich weiß noch nicht, ob es irgendwie cool ist, da unten zu filmen, aber wenn es sich anbietet, dann vielleicht. Also, Katakomben-Tour vorbei. War auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber filmen durfte man nicht. Und ich glaube auch, dass es nicht so korrekt ist den Leuten, den Jungs da unten gegenüber. Ne? Aber war sehr krass, sehr beeindruckend. Also, viele Knochen aufgesehen, viele Schädel und so. Macht natürlich einen Eindruck, sag ich mal. Aber sicher doch. Ich würde sagen, dass auf den Schock erstmal fett shoppen geht, oder? Ja. Zum goldenen Würstel. Dieser Stift. 2.800 Euro. Wird eingepackt, oder? Lass rein. Julius! Ich meinte den. Wirklich, Mörder-Joke. Hammer. Also ist das Lustigste, was ich heute gehört habe, ehrlich. So, Freunde, wir stehen jetzt hier vom Steffel. Das ist ein Einkaufszentrum. Gehen wir mal rein. Erster Store auf jeden Fall. Wir wurden verarscht. Das ist einfach anders oder Pico Kloppenburg. Das ist kein, ich dachte, das wäre ein KDW. Wie weird ist dieser Mix aus New Balance und Balenciaga? Ich komme auch ehrlich krass. Guck mal, so ein Hoodie, einfach ganz clean. War echt ein bisschen was anderes, was ich feier das. Oh, der ist eigentlich echt ganz cool. Auf Partnerlook. Ich weiß jetzt zumindest mal, welche Size ich in Represent Hoodies brauche. Das ist jetzt eine L. Und ich finde, der fittet eigentlich wirklich sehr, 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 sehr nice. Auch wenn man ihn so leicht umklappt. Ist cool, safe. Dafür muss ich wirklich sagen, der Crewneck vom Fit her sehr, sehr krass. Also sowohl Ärmel als auch wie der unten so geschnitten ist. Ich sag mal, für so einen Basic Crewneck in so einem Stonewash, sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. In diesem Steffel-Kaufhaus haben wir uns jetzt zwar nichts geholt, trotzdem, die haben eigentlich eine sehr coole Auswahl da. Und natürlich haben wir hier auch in Wien den einzig wahren Halbnitz. Sehr, sehr gespannt, wie der Store aussieht, weil ich habe gar kein Bild vom Store im Kopf. Muss aber cool werden. Das ist tatsächlich noch so ein Ding, der steht auf meiner Liste. So, Freunde, Halbnitz, wirklich sehr, sehr nicer Store. Auch sehr korrekte Mitarbeiter, die uns noch einige Foodspots empfohlen haben. Unter anderem soll auch tatsächlich der Hartdöner nicht so nice sein. Zumindest sagen die Einheimischen das hier. Da ist wohl der Berliner Döner oder viele weitere auf jeden Fall besser. Sehr krass zu hören, als jemand, der unbedingt zu Fairhart wollte. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal was essen. Rinderwahn. Da soll wohl die Kombination aus Burger, Pommes und Getränk sehr harmonisch sein. Deshalb, wir haben Hunger. Rinderwahn. Rein in den Rinderwahn. Cheeseburger 15 Euro. Was? 15,90 Euro, 16 Euro. 15 Euro für einen Cheeseburger? Ja, aber das Geile ist, du zahlst. Ich habe jetzt auch wirklich geisteskrank Hunger und der Burger sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wir haben hier auch so eine spezielle Mayo zu den Pommes. Ich bin ultra hyped jetzt. Ich glaube, Julius, du bist auch ultra hyped, oder? Also, die Mayo. Trüffel-Mayo, ne? Ehrlich? Die ist geisteskrank. Boah. Ja, die Mayo, wow. Oh mein Gott. Krass, ne? Das ist geisteskrank. So, Freunde, den ersten Bissen machen wir zusammen. Danach knall ich mir das Ding voll weg. Boah. Das ist gut. Das Stück Sachertorte ist gesaved.
Und jetzt sind wir hier bei Solebox. Da gehen wir auf jeden Fall auch mal rein. Oha, krass. Was der Mann hier für einen Kopf getätigt hat, das seht ihr bei Julius im Shopping Club. Back in the hotel room. Und jetzt gibt's einen schwarzen Tee, frisch hier aus dem Hotel. Und eine Sachertorte, die aber irgendwie so ein bisschen künstlich aussieht, so Industrieware. Nicht handgefertigt. Nicht handgefertigt. Ich bin gespannt. Oh, Mann, Digga. Ich glaube, das findet man noch irgendwo besser. Ich habe halt so Fotos gesehen, da war die so richtig so, also sah halt so glänzend aus, weißt du, so. Aber ist okay. So, Freunde, nach einer Runde Duschen und einer Runde Memes geht's jetzt nochmal raus. Shoutouts an David, der uns gleich abholt. Und mal gucken, was wir dann machen. Spontan vielleicht noch irgendwo was snacken gehen. So ein BWL, Julius. Junge, hör auf, mich zu filmen, Digga. Rockt's immer mit Handy, Dicker? Also, nein, Quatsch. Also ich gerade ja nur. Carpaccio schmeckt. Nee. So, Freunde, wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer. Das Essen war geisteskrank. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Dritter Tag. So, Freunde, dritter Tag heute? Dritter Tag, oder? Ja. Dritter Tag? War mal krass. Also der Kaffee ist schon geil. Das Ding an. Schon sehr krass. Und die Croissants sind, glaubst du, die heftigsten Croissants, die ich jemals gegessen habe. Was ist das nochmal? Digga, ich weiß immer noch nicht, wie das ausgesprochen wird. Pain au chocolat. Okay, machen wir so. Wir haben natürlich auch den Riesenvorteil, dass wir direkt gegenüber von dem Syrup im Hotel sind. Und da gehen wir jetzt auch nochmal rein, weil da waren wir auch noch nicht drin. Oh, hallo. Oh. Was geht denn so ab? Was geht denn so ab? Let's go, Bro. Tiffany Unboxing. Bei uns im wunderschönen Store. Schön, dass du heute da bist. Erstmal Silber-Detail. Wichtig. Dann hast du hier dieses Custom-Papier, wo besondere Momente von Tiffany und Nike drauf festgehalten sind. Was ich ziemlich krass finde, ist, dass wir bei 400 Euro Papier bekommen und keine Dust-Bag. Ja. Eigentlich schon schlecht. Aber schauen wir den Schuh mal selber an. Es haben ja sehr viele Leute darauf getrasht, dass es ein schwarzer Air Force ist und kein weißer. Ich muss sagen, dieses Velour kommt meiner Meinung nach aber sehr krass. Auch hier so diese Effekte, finde ich schon schön. Effekt, ne? Ja, es gibt schon was, es gibt schon was dem Schuh. Was man aber wirklich sagen muss, hier dieses Silbertag ist auch noch ganz cool. Hab mich am Anfang darüber lustig gemacht, dass es so wenig Silber ist und die dann 400 Euro dafür haben wollen. Wenn du es aber mal auf die Stückzahl hochrechnest, haben die 2 Millionen Euro allein für Silber ausgegeben bei den Schuhen. Das ist schon krass. Was aber gar nicht klar geht, ist die Qualität vom Swoosh. Die ist leider wirklich nicht die beste. Man hat hier schon so Abnutzung, kriegst dann halt noch ein paar unterschiedliche Laces dazu. Im Endeffekt denke ich aber, am cleansten kommt der mit den schwarzen. Und was auch interessant ist, was niemand wusste vorher oder was ich nicht wusste, die Zunge ist aus so einem Neoprenstoff. Ah, krass, ja. Finde ich auch interessant. Willst du mal schauen? Ja, safe. Guck dir mal den Swoosh an. Wie schief der oben so ist. Hä? Krass. Krass, ne? Der 400 Euro. Das ist wirklich crazy. Ich finde das Papier was am meisten. Ja. Also das ist wirklich cool gemacht. Das erinnert mich so an die Unions, an die Lost and Found. Safe. Aber wenn man das jetzt mal, natürlich mit 400 Euro ist deutlich günstiger als 2000 Euro bei den Louis. Man muss ja mal vom Retail ausgehen. Aber wenn du den Tiffany und Louis Vuitton und dann nimmst, was du bei Louis bekommen hast, was du bei Tiffany kriegst, ist schon traurig. Die Box ist dann wieder cooler als der Schuh. Ja, leider. Ey, krass. Und sie hätten doch so mal so ein Bracelet dazugeben können. Nein! Das nächste kostet normal $250. Und das kannst du jetzt auch für einen Taui verkaufen. Das heißt, du musst für den Schuh eigentlich... Im klassischen Air Force musst du eigentlich 2000 zahlen. Ja. Weil du zahlst 1000 für den Schuh und dann nochmal 1000 dafür zum Lacelock bekommst. Ja, okay, das ist schon low. Tiffany hat richtig Black Air Force Activity durchgespielt. Ja. Syrup auf jeden Fall auch sehr krasser Laden. Könnt ihr gerne mal abchecken, wenn ihr hier seid. Ich drehe tatsächlich mit Fabio einen Podcast. Julius und sein Bro, die drehen jetzt auch noch das Video zu Ende. Julius, wie heißt dein Format nochmal, was du machst? Der offizielle oder inoffizielle Name? Ist egal. Outfits bewerten. Okay. Ja, das seht ihr dann bei Julius auf jeden Fall. Ja, und wir wollten jetzt eigentlich noch shooten gehen, aber es hat angefangen zu regnen. Jo. Sehr nice. Wir gehen trotzdem shooten. Okay. So, wir haben jetzt schon einige Aufnahmen für Julius gedreht. Und jetzt gibt's ein Leberkäse. Käsesemmel. So sieht das hier aus. Ja. Leider hatten die keinen süßen Senf, das heißt, wir haben normalen. Der, die hat nicht mal Senf drauf gemacht. Mm.
Sahne-Platzer. Sehr gut. So, wir haben jetzt auf jeden Fall gerade noch ein paar nice Insta-Fotos gemacht. Und jetzt drehe ich Podcast mit Syrup. Let's go. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich hoffe, dass ich mich gut artikulieren werde. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf. Und alles Weitere, was den Podcast angeht, werdet ihr dann wahrscheinlich irgendwo dann sehen. Also ich glaube, so einer meiner Grails, tatsächlich auch erst seit kurzem, ist dieser... Den Release würden wir, glaube ich, nächsten Dienstag machen. Ja. Also Freunde, nach dem Podcast, der wirklich unfassbar nice war, sind wir jetzt auch in einem Rahmenladen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt rein. Ja, let's go. Willst du kurz mal dein Dessert reviewen? Mein Dessert schmeckt ein bisschen wie Reis, aber Reis war alle. Gut. Betreten wir nochmal die heiligen Hallen unseres Zimmers. Let's go! Also, auf einen entspannten Abend, meine Damen und Herren. Der letzte. Das, was Julio sagt. Haben einen schönen Käsekreiner, eine scharfe Version, mit Stifle. Ist urgeil. Also, es ist egal. So, Freunde, das war's mit Wien. Ich glaube, wir haben unfassbar viel erlebt. Abschließende Worte hier vom Mozarthaus. Unser Zimmer ist übrigens direkt da oben. Wir haben also neben Mozart, kann man sagen, gepennt. Ist crazy. Also neben Mozarts, ja. Neben seiner Leier, ja. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich meine, wir hatten ein bisschen Shopping, ein bisschen Essen und sogar Touri-Kram im Vlog mit drin. Das heißt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr so Städte-Vlogs feiert. Ich bin raus, ich wünsche euch was. Und rein.